Herzlich willkommen zurück hier bei The Lords of the Fallen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ich weiß gerade gar nicht so recht, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Weil in der nächsten Aufnahme ist mir die PlayStation abgeschmiert. Keine Ahnung, hat das Spiel irgendwie so einen Totalcrash gehabt. Okay, versuchen wir hier erstmal. Da müssen wir als nächstes hin, aber in der anderen Richtung war noch die Spinnen, aber mit denen will ich mich jetzt nicht nochmal anlegen. Und begeben wir uns erstmal jetzt da rein. Das ist also das nette Portal. Du Typ, konntest aus Silent Hill schlafen. Infiltrator. So, schauen wir mal, wie der sich so ein bisschen verhält. Zu dem Gegner habe ich mir auch schon ein bisschen was angelesen. So. Huch, wieso bleibt denn der so? Meister mit Messerchen, du kleine Spinnenwesen mit drei Beinen. Nein, das sollten wir nicht tun, zu nah an die Beine gehen. Das Scheiß, die saugt uns permanent Mana ab. Jetzt mit Glück benutzen wir es nicht zum Kämpfen. Nee, der blaue Strahl da in der Mitte nimmt uns das Mana weg. Das wird sich ja wahrscheinlich die ganze Folge hinstrecken, dieser Kampf. Okay, wenn wir zu weit gehen, springt es auf uns drauf. Okay. Ach, verdammt. Haben wir gleich eine kleine Waffe, die ein bisschen mehr Schaden macht als. Großsachen. Schwert. Na?
Ja, das war eine blöde Idee. Wir sollten bei der Taktik bleiben sollen. Mann, oh. Gut. Zwei Schläge bringen mehr als einen zu dem großen Ding. Der Schlag mich so betäubt. Mal vernünftige Schadenszahlen. Mann. Das war ein neuer Move von dem Vieh. Aber wir haben es fast geschafft. Ja, dieses Fass kann sich auch ganz schnell ändern. Der Move ist fies. Na, was hast du vor? Haha.
den ersten Boss beim ersten Mal gelegt. Also so von Bosskämpfen her. Was ist das immer? Unser Gesicht leuchtet halt auch immer so komisch. Filtrator. Ach, die Frau ist auch wieder da. Natürlich, jetzt. Wow. Ich muss zugeben, das war eindrucksvoll. Jede Menge Übung. Natürlich. Und dass ich mich um diesen Kerl da gekümmert habe, war natürlich ein Kinderspiel. Den hätte ich auch noch geschafft. Die Beute gehört dem Sieger. Also nehme ich mir das als Souvenir. Was machst du denn mit den ganzen Steintafeln? Du hast viel zu viele. Lass mich helfen. Hier, bitte sehr. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Mach's gut und pass auf Schlangen auf. Und was kriege ich dafür? Wow. Super, ein paar wieder ganz wieder Standsplitter. Okay, da kommen wir nicht durch. Okay, dann können wir jetzt eigentlich zurück, wie es aussieht. Mal unser Schwert wieder ausrüsten. Sonst haben wir nichts Tolles, oder? Nö. Erfahrung haben wir ganz viel. Naja, ganz viel ist auch übertrieben. Krach! Krug nicht töten, Rohak! Gib mir einen Grund, dich nicht augenblicklich zu töten. Hikra, Belohnung! Ich für die, Craig! Du bist Craig für mich? Belohnung? Wofür? Na los, rede weiter. Cracker, Rura bringen, Schädel! Krack, Menschenschädel! Rohak, Belohnung! Wozu brauchst du Menschenschädel? Medizin brauen, Krug, Schmerzen, Urag, aufhören, Kragur, Schild geben, Rakurm, Zauber auf Schild, Gruag! Gruag! Mal sehen, was ich finden kann. Urig! Kruch! Bringen Schädel! Ja. Ich habe hier ein paar. Nimm sie dir. Urig! Viele Schädel! Gra! Gra! Brauchen mehr! Kruch! Bringen Schädel! Ich suche weiter. Okay, wir haben ihn alle gegeben. Kruch! Boah, der Typ soll's Maul halten.
Okay, wir brauchen unbedingt demnächst mal was zum Heilen. Suchen wir erstmal einen Kontrollpunkt auf. Boah! Er ist echt minimal bis extrem nervig, der Typ. Ich will nirgendwo langlaufen, was ich nicht kenne. Aber dadurch, von da sind wir gekommen. Seltsame Schriftzeichen in einer uralten Sprache, super. Ach. Irgendwo ein Kontrollpunkt sein oder sowas. Ja, vielleicht gehen wir einfach hier lang. Tada! So, Punktchen hätten wir auf Gewicht nur 16? Achso, wir haben das kleine Schwert. In diese komische andere Welt. Da vorne ist der Ausgang. Oder? Ja. Nee. Hey, wir haben ein ganzes Stück gelaufen. Dann gehen wir doch erstmal. Ich bin total verwirrt durch diese Levelführung. Das erschließt sich mir nicht so richtig. Erstmal durch das gehen. Da kriegen wir immer irgendwelches Zeug. Na toll, mehrere Truhen. Tatsache, das war's hier schon. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so einfach ist. Na gut, dann verabschiede ich mich auch an dieser Stelle für heute und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Also, wenn es euch gefallen hat, schaut doch morgen wieder rein und lasst ein Däumchen da. Ich würde mich freuen. Bis morgen. Ciao.